Willkommen zurück auf Tuchanka. Shepard, wir sind unter der Brücke. Kommen Sie runter, dann geht's zur Insel. Okay. Alles klar. Ja, gut. Moment. Oh Gott. Back here. What? Kairos Territorialinstinkt bestätigt. Mal sehen, wie schnell. What the hell? Oh Gott. Wieso passiert das immer mir? Dahin. Shepard, ja, ich komme ja. Ich komme. Wir finden Sie schon irgendwo. Der Schlund kommt näher. Also gut, wo sind wir? Sieht aus wie eine Gedenkstätte für gefallene Kroganer. Jawohl. Feinde vor uns. Ich sehe sie. Tolle Gedenkstätte. Du willst es also mit dem Mattock zu tun haben, du scheiß Kannibale. Jetzt bist du dran. Und ihr könnt's mit dem hier haben. Hüpf! Hoppala! Shepard, Reef fährt den Truck und ist beschäftigt. Leben Sie noch? Ja, ich lebe noch, wie du siehst. Anstrengend, aber unterhaltsam. Kairos ist ziemlich hartnäckig. Jetzt geht mal raus. Bitteschön. Oh Gott. Oh. Ich hasse dich. Jawohl. Latsch und weg ist er. Nein! So, nein! Komm schon. Bam! Zack! Das sollte reichen. Gut. Sehr gut. Und jetzt. Runter. Springen? Nicht springen. Okay. Wo geht's durch? Zeig mir den Weg, Idi. Oh! Ich will den verschissenen Weg jetzt wissen. Sonst dreh ich durch. Hier vielleicht? Verdammt nochmal! Nein, du musst jetzt nicht in Deckung gehen. Du bist ein Idiot, Shepard. You're an Idiot! Ah! Das war ja... Shepard, wir sind Kairos, fast los! Suchen ja, ich Weg komme! Wir sammeln sie ein! Shepard, in den Truck! Turak, Rückendeckung! Der Dreschlund ist immer noch da! Beeilung, Brief! Wir sind rückgeschützt! Bewegung! Es ist Kairos! Los, Shepard! Wir sind drin! Los! Ihr Kroganer-Freund könnte noch leben. Turak war kein Freund. Jetzt geht's erstmal um einen... Du bist sehr... sozial. Lässt einen Kroganer fricken. Und jetzt kommt das nächste Biest. Jawoll! Das nächste fette, böse Biest. Geil. Hoffentlich gibt's einen Plan B. Ein Plan allein reicht nicht, um zu dem Turm zu kommen. Wir brauchen, was organische Wesen ein Wunder nennen. Wir gehen erst weg, wenn die Genophage geheilt ist. Dann hoffe ich, dass die von Ihnen erwähnte Idee auch gut ist. Es ist Ihre, nicht meine. Kairos, wir locken Sie zu dem Reaper. Geht das überhaupt? Strategie klar. Reaper ablenken und von Turm weglocken, während Heilmittel synthetisiert und freigesetzt werden. Einfach, es hört sich gut an. Nach allem, was wir durchgemacht haben, warum nicht? Ist ja nur ein Dreschschlund.
Ich hätte so viel Mut bei einem Menschen nicht erwartet. Und wie rufen wir sie? Der Turm steht in einer Arena zum Ruhm von Kalros. Die Salarianer dachten, sie würde Eindringlinge fernhalten. Scheint geklappt zu haben. Dort sind die zwei größten Schlundhämmer, die es gibt. Wenn sie sie aktivieren, kommt Kalros und der Reaper ist beschäftigt. Währenddessen Synthetisierung des Heilmittels im Labor. Ja, genau, bringen wir es hinter uns. Oh Gott. Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Jo. Also ziehen wir es durch. Shepard, lassen Sie sich nicht umbringen. Kämpfen Sie einfach wie ein Kroganer. Ich komm schon klar. Los! Du bist gut. Bis dann auf der anderen Seite. Vorwärts, Shepard. Heilmittel wird bereit sein. Okay. Das war ja klar, dass die Reaper wieder dazwischen kommen. Es war so klar. Mann. Stehen bleiben hier, Wichser. Shepard, die Rassen sind tot. Aber die Schlundhämmer müssen oben sein, bevor man sie einsetzen kann. Wir haben zu tun, Reef. Dann überlassen Sie das ja. Und kommen Sie einfach hin. Wie will ich einfach dahin rennen, wenn... Ups. Ich denk mal, ich muss hier durch. Nein? Dann war ich doch richtig. Lag. Yeah, nice lags, Shepi. Nice lag. Und hoch. Zack, zack muss das gehen. Will das noch in diesem Part schaffen. Okay. Shepard. Ursprungsstamm im Lager. Bereite jetzt Heilmittel vor. Links. Oh. Jawoll. Okay. Alle in Ordnung? Systeme sind intakt. Ich wurde gerade. Ja, nicht nur du. Sind zwei. Okay. Heilige Scheiße. Oh. Jawoll. Ich glaube nicht, dass Deckung dafür ausreicht. Commander, hier spricht Geschwader Artemek. Wir geben dem Reaper etwas anderes, worauf er schießen kann. Da hat aber mal jemand ordentlich Eier. Ja, perfekt. Los, rücken wir vor. Links oder rechts? Wo soll ich zuerst? Links von uns, einer der Hämmer. Okay. Der andere ist auf der Weg. Oh nein. Das Problem ist da überhaupt hingekommen. Oh Gott! So viel! Oh Gott! Los! Du kannst mich mal. Ja, ich weiß, aber ich habe hier diese Monster. Und die sind nicht schön. Die sind nicht schön. Nein! Ich brauche die Medikits für mich alleine. Jetzt schnell! Lauf! Oh Gott! Heilige Scheiße, wie viele kommen noch? Oh.
Ja, ich bin dran, 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 ich bin dran. Ich hab gerade. Ich bin dran, ich bin dran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitteschön. Oh. Zurück zum Crack. Ich kümmere mich um das Heilmittel. Ja, Freisetzung in 2 Minuten. Aber Eva ist tot. Wieso? Stressbelastung zu intensiv. Zu viel Trauma. Wollte abbrechen. Sie nicht. Ihre Entscheidung. Es war für ihr Volk. Kroganerin hätte ihr Volk stabilisiert. Reef als einziger Anführer der Kroganer. Problematisch. Verdammt! Kontrollraum oben auf Mantelturm. Muss Fahrstuhl nehmen. Sie gehen darauf? Ja, Laborwerte zeigen Temperaturfehlfunktion. Könnte Heilmittel beeinflussen. Muss Einstellungen manuell vornehmen. Ich erkläre jetzt mal die Sabotage. Keine Fehlfunktion. Sabotage. Von Ihrem Volk vor Jahren durchgeführt. Natürlich. Mantel für Verteilung erforderlich. STG hatte Rückfallplan, um Heilmittel aufzuhalten. Sie wussten es. Ja. Yeah. Alles für den Krieg. Die Dalatras gibt mir dafür volle Unterstützung beim Tigelprojekt. Moralisch schwierige Lage. Hilfe der Salarianer nur zögerlich. Ihre Loyalität für Information und Tigel notwendig. Verständlich, aber nicht hinnehmbar. Opfere Kroganer nicht politischen Interessen. Bisher haben sie die Genophage aber immer verteidigt. Wieso jetzt dieser Umschwung? Weil es falsch war! Oh Gott, was soll ich machen? Es war falsch, nur das große Ganze zu sehen. Es besteht aus kleinen Teilen. Zu viele Variablen. Kann jetzt nicht aufhören. Eva tot. Kroganer verdienen Heilmittel. Was soll ich machen? Ich bin ehrlich und lass ihn die Genophage heilen. Also gut. Gehen Sie schon. Danke, Shepard. Schwierige Entscheidung. Ich muss es tun. Jemand anders würde es nicht schaffen. Scheiße auf die Salarianer. Scheiße auf die, Mann. Geht auch ohne die.
Hey, die sind in Pink gekleidet. Schwuchteln. Wir geben der Leere ihren Körper. Diese Koganerin stellte sich tapfer unserem größten Feind. Und noch im Tod hat sie ihr Volk gerettet. Möge ihr Mut künftig die Flammen der Hoffnung nähren. Sie ist nun die wahre Mutter T'Chakas. Ich hab Gänsehaut. Kein Krieg ohne Begriff. Sie ist eine Heldin. Oh ja. Sie war eine wirklich tapfere Seele. Sie sollten stolz sein, dass sie Kroganerin war. Sie hat uns stärker gemacht. Mehr kann ein Kroganer nicht erreichen. Nur das mit dem Pijack war schlimm. Morden. Ja. Guter Freund. Er hätte es nicht anders gewollt. Und wo immer er jetzt auch sein mag, er legt ein gutes Wort für uns ein. Leider war er kein Kroganer. Es kann nicht sein, dass ein Salarianer die Genophage geheilt hat. Wer war's dann? Der einzige Kroganer, der noch stand. Ich werde vielleicht berühmter als Sie, Shepard. Egal. Sie haben Ihr Wort gehalten, nun halte ich meins. Wir kommen gerne und zeigen den Turianern, wie man einen Krieg gewinnt. Einen Reaper haben wir Kroganer schon getötet, oder? Hell yeah! Hell yeah! So, was passiert jetzt? Ich möchte eigentlich gerne den Part beenden. Wehe, es kommt ein Video. Das war eine großartige Leistung, Commander. Die Heilung der Genophage. Dass ich das noch erlebe. Reef hilft den Turianern, Admiral. Wir bekommen ihre volle Unterstützung. Damit fallen die Salarianer dann wohl raus. Der Preis für ihre Unterstützung war zu hoch, Sir. Ich verlasse mich auf Ihre Einschätzung, Commander. Hoffentlich brauchen wir sie nicht. Shepard, Ende. Part? Noch nicht Ende. Commander, Adnod Reef hat begonnen, Truppen nach Pelewen zu schicken. Sie haben ihren Teil der Vereinbarung eingehalten, nun halte ich meinen. Die turianische Hierarchie wird der Menschheit gegen die Reaper zur Seite stehen. Es freut mich, dass wir einander helfen. Nur dadurch können wir die Reaper besiegen. So viel steht fest. Einige Trockendockschiffe sind bereit, beim Bau des Tigels zu helfen. Garrus wird sie koordinieren. Jawohl, Sir. Und wenn der Einsatz beginnt, wird unsere gesamte Flotte der Erde zur Hilfe eilen. Mögen die Geister über uns allen wachen. Oh ja. Ja, ich kümmere mich sofort um die turianische Unterstützung. Sie müssen erschöpft sein. Morden tot, das ist sicher nicht einfach. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Wir wissen beide, dass man einen klaren Kopf braucht, um einen... Lass mich jetzt schlafen. Es gibt keinen... Sie sollten sich... Na, das musste jetzt sein. Da, what is this? Träumst du? Ist mir jetzt egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.